Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Planet Crafter. Ich wollte eigentlich hier hinten nochmal rüber zu den Schwefelfeldern, um Zeug zu holen und bin dann irgendwie mal so ein bisschen links weiter runter und ja, schaut mal, was ich gefunden habe. Woo! Und dann dachte ich mir, na, das kann ich euch ja nicht verwehren, ne? So, oh schön, noch ein Stromerzeuger, sehr nice. Guckt euch das an. Was ist das denn hier alles? Da steht sogar ein Schrank. Ja, Wahnsinn. Okay, krass. Ah nee, das ist kein Schrank, das ist so ein Leiterplattengedöns. Aber richtig gut, oder? Guckt mal, was hier alles drinnen ist. So wahnsinnskrass, mega gut. Wow, okay. Ja, krass. Da kullert gerade das Eisen. Gibt's was zu essen? Nee, schade. hier noch ein Chip. Okay, dann lassen wir mal auch das da fallen. Offline. Okay. Ja, das fand ich jetzt auf alle Fälle sehr wertvoll und das musste ich euch jetzt unbedingt noch zeigen. Und von daher, denn hier waren wir tatsächlich noch gar nicht. Wahnsinn. Auch hier eher nicht so der Fall. Also ja, wir haben tatsächlich noch richtig gut was zu tun. Super Legierungskugeln für das, was ich an Bauvorhaben habe, brauchen wir einige Super Legierungskugeln. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt welche haben. Oh, da oben waren wir, ne? Glaube ich. Ich glaube, da oben waren wir. Lass uns doch trotzdem mal bitte nochmal da hochgucken gehen. Oder können wir da hoch? Ah, nee. Ich glaube, da kommen wir noch gar nicht hin. Aber... Oh Gott. Und ich habe keinen Sauerstoff dabei. Oh nein. Scheibenkleister. Wo ist jetzt das nächste Häuschen? Ah, da unten. Und ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh Gott. Oh. Oh man. Ja. Ja. So, willkommen in Kiras Welt. Ach, schi. So, okay, gut, jetzt nochmal. Ja, okay, da hoch müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Jetzt gerade eher nicht so. Jetzt gerade kümmern wir uns darum, dass wir... Oh nein. Den Satelliten ausweichen. Kommen tatsächlich mal wieder welche her. Hier oben liegt jetzt übrigens immer mehr... Oh ja, tatsächlich. Hier oben liegen jetzt immer weitere Eisbrocken rum. Also das Coole ist halt einfach, dass wir... Ja, hier anfangen können, Wasser einzusammeln. Und wir haben inzwischen ja den Wassersammler freigeschalten. Ne? Also auch da geht es wieder ein Stück voran. Ja, schön. Ich habe mir tatsächlich einen Plan gemalt, wie ich so ungefähr vorhabe, mit dem Grundriss so ein bisschen, ne, wie wo was hin kann und sowas. Ich bin echt gespannt, ob ich das alles so umsetzen kann. Ich habe jedenfalls gemerkt, dass ich wahnsinnig viele Ressourcen brauche. So viel sei schon mal verraten. So. Ach Gott, ist das furchtbar jetzt gerade, ne, eigentlich... Will ich ja nur... Ach komm, was soll schon passieren? Wir haben Hunger, wir müssen los. Ja, solange die da einschlagen, ist auch alles gut, ne? Können wir dann auf dem Rückweg gleich nochmal ein bisschen was holen. Ach, schön. Da, guck, die schlagen da hinten allein. Da unten müssen wir dann gleich alle... Da können wir dann hin, kein Problem. Also ich werde noch ein paar Mal hin und her laufen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist mit ein, zwei Mal nicht gemacht. Aber gut. Jetzt für den Anfang passt es dann erstmal schon. Warte mal, Kobalt lassen wir mal. Magnesium würde ich jetzt erstmal nicht unbedingt mitnehmen. Silizium haben wir auch genügend drüben. Schön, dass wir jetzt so viel Iran haben. Iridium. Oh Gott, 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 Gott. Vielleicht schaffen wir ja sogar...
Oh, das wäre natürlich jetzt richtig toll, ne? Wir brauchen 2 Iridiumstäbe. Wo ist denn... Ach, das habe ich hier hoch, ne? Wir brauchen 2 Iridiumstäbe für... Nee, doch. Für die Rakete, dass wir das Jetpack endlich hätten. Oh, das wäre so cool. Also, pass auf, wir brauchen 1, 2, 3, 4 davon. 1, 2, 3. Jetzt haben wir hier 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt noch 2 Superlegierungskugeln und dann können wir, und einmal Titan, ne? Und dann können wir endlich unser Jetpack machen. Oh, Gott sei Dank, Leute. Ah. Endlich, endlich, endlich. Gott, tut es gut. Endlich können wir wieder fliegen. Ja, Gott sei Dank. So, Essen. Okay. Wir brauchen... Wow, geil, ne? Hier mit dem Orangenen. Ich bin echt gespannt, ob wir da irgendwann mal hinkommen können. Oder ob das so wirklich gesperrt ist. So das Ende der Welt sozusagen. Hm, mal gucken. Wir brauchen definitiv noch einen dritten Nahrungssammler, glaube ich. Ich glaube, ohne wird es nichts. Aluminium, Eisen und... Haben wir alles dabei, ne? Wasser. Cool. Jetzt wäre es bloß zu überlegen, ob wir die nicht vielleicht sogar drüben schon aufstellen. Wir lassen mal einen hier. Zur Sicherheit, ja. Einen lassen wir mal hier. Gut. Gut Ding will Weil haben. Ja, 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 ja. So. Dann müssen wir jetzt schauen. Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, schauen, dass wir hier vielleicht sogar die obere Etage wieder abbauen. Die Heizungen würde ich aber erstmal stehen lassen, bis ich genügend Ressourcen gesammelt habe, um sie auszutauschen, ne, gegen die Stufe 3 Heizung. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das dauert jetzt tatsächlich doch noch ein bisschen. Ne? Das Bauhaben ist im Moment eh schon groß genug. Die Startrampe wäre jetzt so ein bisschen das Nonplusultra. Ob ich dafür dann genügend Ressourcen habe? Ich habe bisher kein einziges Jetpack gefunden. Ja, ich denke, wir werden von den Erzbrechern eine ganze Menge brauchen. Bedeutet aber eben halt auch, dass wir ein bisschen mehr Energie brauchen. Gucken wir mal. Oh, können wir schon einen Uranstab herstellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Das wäre jetzt natürlich... Oh ja, das ist natürlich jetzt dann schon so ein bisschen... Oh, ich brauche aber einmal Wasser, muss ich leider, leider auf mich... Ich muss einmal Wasser, muss ich nehmen. Hilft nichts. Sonst ist das jetzt ganz schnell erledigt. Papierkorb mit uns. Wir nehmen mal keine Aubergine, wir nehmen mal, ich hatte doch eigentlich einen Kürbis gefunden, oder? Ist das hier vorne drinnen? Oder habe ich die, ah, die habe ich bestimmt rübergenommen. Ich nehme mal einen Pilz mit. So, Juti, okay, dann gucken wir mal, dass wir den hier noch entschlüsseln. Abbaugeschwindigkeit Stufe 4, oh, schön, ne? Einmal Silizium-Osmium. Habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber gut, ist nicht so schlimm. So. Anheften auch echt gut inzwischen. Den haben wir schon. Gut, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Eis habe ich keins mehr. Das müssen wir jetzt dann unterwegs sammeln. Okay, was ich jetzt auf alle Fälle mitnehme, sind die ganzen Superlegierungskugeln und ich nehme noch ein bisschen davon mit. Eisen habe ich hier keins mehr drinnen. Und dann gucke ich mal, wie viel wir dann jetzt tatsächlich noch gebrauchen können. So, ich wollte eigentlich gar nicht die ganze Zeit mit euch hin und her laufen, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich partout vermeiden. Ja, nichtsdestotrotz ergibt sich jetzt halt gerade, dass wir es doch einmal machen. Boah, liegen da viele Ressourcen rum, ne? Okay, da sollten wir dann vielleicht auch gleich doch nochmal ein bisschen uns das Zeug holen gehen, ne? Pass auf, wir holen jetzt nochmal 3 Eis. Und kurz zwischenstoppen. Voll machen. 3-mal Eis. Damit wir Wasser haben. Beziehungsweise Wasser herstellen können. Wir brauchen natürlich erst noch diese Säule. Aber das kriegen wir dann auch hin. Und dann... Ach, warum bin ich nicht eigentlich damit im... Doch schneller, oder? Ich sollte damit eigentlich schneller sein. Ich dachte eigentlich, hier wäre so viel Eis. Wo ist das ganze Eis hin? Was ich eigentlich sammeln wollte. Komische Geschichte. Vorhin, wie ich hier lang gelaufen bin, gab es voll viel Eis. Ah, hier siehst du, sag ich doch.
Eins. Dann machen wir gleich nämlich das Inventar nochmal leer. Weil, wie ihr seht, ne, hier Aluminium, Kobalt, Eisen. Also hier gibt es gerade eine ganze Menge wunderbarer Ressourcen, die wir einsammeln können. Das müssten wir dann jetzt halt einfach schon machen, weil jetzt halt, bevor es dann ganz verschwindet. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Schauen wir mal. So. Und dann der große Moment. Warte, da. Genau. Also das kommt wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder weg. Und da hinten fängt dann halt so das Richtige an. Ich habe jetzt ein bisschen weiter hinten angefangen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das ganz alles noch voll wird. Also da kommt schon noch ordentlich Zeug auf uns zu. So, was wollten wir denn jetzt eigentlich machen? Wir wollten so einen Kernfusionsdüngs machen. Dafür brauchen wir aber vorher diese Herstellungsmaschine. Dafür brauchen wir einmal Silizium. So, warte mal. Kann ich die hier draußen hinstellen? Nee, die kann ich nicht hier draußen hinstellen. Die stellen wir jetzt einmal ganz kurz dahin. Stellen Wasser her, nehmen das Eis auch nochmal auf, stellen auch nochmal das dritte Wasser auf. Perfekt. Und dann machen wir hier jetzt mal so einen Kernfusionsreaktor. Den stellen wir jetzt erstmal einfach hier so mitten rein. Wir gucken mal, wann genau ich dafür genügend Platz habe. So, jetzt wollten wir gucken, dass wir auf alle Fälle die Ressourcen einsammeln. Das sollten wir definitiv nicht mitnehmen. Ach so, Mensch, den Nahrungsmittelzüchter, dafür brauchen wir Aluminium. Was habe ich denn hier drinnen? Oh, doch nur Aubergine. Ich dachte, ich hätte schon so andere Sachen gefunden gehabt. Okay, dann stellen wir jetzt erstmal auch hier noch einen Nahrungsmittelzüchter hin. Auch einfach erstmal nur mittendrinnen. Ja, gibt nicht ganz so viel mit dem Pilz, ne? Aber zum Wachsen, das ist jetzt erstmal in Ordnung. So, dann, okay, hier ist alles voll, das ist aber kein Problem, nachdem ich hier noch wahnsinnig viel Zeug hinstellen möchte. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen, das ist die Ausbuchtung, dann kommt dann ein 4x4 hin. Boah, wäre das schön, ne? Ich müsste doch eigentlich jetzt eins bauen können, ne? Und dann holen wir schnell die Ressourcen. So, eins. 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Ich würde nämlich gern. Dann habe ich in etwa so das, was ich mir hier vorgestellt habe. Schauen wir mal. Hallo? Ja, genau. Ja, perfekt. Genau so. Und dann dotzen wir die an. In der Hoffnung, dass es jetzt diesmal alles ein bisschen besser funktioniert. Okay, jetzt habe ich kein Eisen mehr. Das ist aber in Ordnung. Ja, ist okay. Ist ein bisschen blöd jetzt mit dem Rand, aber das passt jetzt schon erstmal. Genau, dann hier. Ja, es wird ein bisschen größer. Schön, finde ich gut. So, dann holen wir nochmal kurz Luft und dann schauen wir mal schnell, was wir an Materialien einsammeln können. Und die eine Superlegierungskugel packen wir jetzt erstmal wieder hier hin. Und wir nehmen uns nochmal 3 Eisen und bauen nochmal einen Schrank auf. Zur Sicherheit nochmal ein bisschen Duft holen und dann los. Gucken wir mal, was wir für Ressourcen noch eingesammelt bekommen. Ich hoffe, es liegen noch welche da. Ganz so 100% sicher bin ich mir jetzt tatsächlich nicht. Aber wir schauen einfach mal. Ach ja, ob wir da hoch irgendwann mal kommen? Wer weiß, wer weiß. Und da hoch, nee, da waren wir noch nicht, ne? Ich glaube, da oben waren wir noch nicht. Da müssen wir echt mal noch schauen, ob wir da irgendwie hochkommen. So. Das wäre natürlich schon eine coole Sache. So, einmal nochmal Luft holen und dann weiter. Gar nicht lang fackeln. So. Jetzt gucke ich nochmal in die Kiste rein. Okay, Aubergine. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich gern hätte. So. Und dann gucken wir, hier unten war das Ganze. Na ja, guck mal, da hängt doch schon das Aluminium. Das ist doch in Ordnung. Genau, gucken wir mal, dass wir hauptsächlich Eisen... Dolomit werde ich jetzt tatsächlich auch nochmal ein bisschen mitnehmen.
Das ist in Ordnung. Jetzt gucke ich bloß mal, was hier so rumfliegt. Du siehst jetzt nicht so aus, als wenn du liegen würdest. Hier hinten, ne? Gucke mal. Na gut, Titan ist jetzt eigentlich nicht unbedingt so das, was wir wirklich dringend brauchen, aber es ist... Ist schon okay. So. Nee, Silizium eigentlich nicht. Oh, guck mal. Ha, geil. Eisen. Titan, Silizium. Okay, wie viel Platz habe ich noch? Nicht mehr so viel. Komme ich hier eigentlich hoch? Tatsächlich. Ja, guck mal. Ich habe die grüne Kiste gesehen. Ich habe sie gesehen und registriert, aber mich interessiert das jetzt hier gerade ein bisschen mehr. Oh, Eis. Sehr wichtig. Oh ja. Oh ja. Oh nein, und schon wieder voll, ne? Also Leute, dann würde ich echt sagen, ne, das schmeiße ich jetzt mal raus. Das empfinde ich jetzt im Moment als nicht ganz so extrem wichtig. Ich möchte nicht sagen, dass es unwichtig ist. Aber es gibt halt einfach wichtigere Dinge. So, zum Beispiel Luft holen. Kira. Kira, Luft holen. Ja, sehr gut. Sehr gut, ich gehe ja schon. Ah, hier oben sind Superlegierungskugeln. Sehr gut. Ach, wie krass. Echt gut. Uah. Durchschnaufen. Das mit dem Essen macht mir echt Sorge, ne? Also, wie viel Eis habe ich denn jetzt? Eins. Wow. Okay. So, pass mal auf, dann machen wir das jetzt mal so, dass wir hier oben in diese Kiste, die hier steht, in die packen wir jetzt mal das Explosivzeug. Dann nehmen wir die Aubergine mit und das da. Und Nahrung niedrig. Ja, ich weiß schon. Weil wir hier oben ja das explodieren lassen können. Titan, nee, Titan will ich nicht. Wir brauchen Eis, ne? Wow, okay, krass. Oh, da ist eine Kiste. Und da ist auch ein Dingsbums, ne? Komme ich da wieder hoch? Oh Gott, nein, lieber nicht. Lieber nicht. So. Jetzt habe ich mich verflogen. Ich muss nämlich da hoch. Genau, weil dann können wir nämlich die ganzen Dinger benutzen, wenn wir die aufbrechen wollen, ne? Und bis dahin, ja, nutzen wir halt einfach das Zeug hier so. Eis. Wir brauchen unbedingt mehr Nahrungsmittelzüchter. Das wird nicht reichen. So, jetzt haben wir schon mal die drei. Gucken wir mal. Also ich denke, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen investieren. Sonst wird das hier nichts mit uns. So, okay. Ach, was für eine schöne Aussicht, ne? Herrlich. Ja doch, das wird hier nachher noch richtig, richtig cool. Das wird noch richtig stark. Schön. So, Luft holen. Was brauche ich nochmal für den? Hm? Wasserflaschen. Okay, ich habe jetzt wie viel Eis dabei? 4. So. Dann... 1, 2. Kann ich hier? Ja, ich hier schon mal. Ich habe hier 2 Aubergine drinnen. Sehr gut. Okay. Ja, mit Essen. Im Moment ist echt mies, ne? Im Moment ist echt mies. So, keine Ahnung. Leute, weiß ich nicht, was ich da jetzt am besten mache. Ja, hoffen, dass ein... Wir haben das Biodrom da unten, ne? Oh, das ist eine Idee. Pass mal auf, wir machen jetzt mal die Kiste hier leer. Nee, halt, das brauchen wir. Das brauchen wir immer noch, Kira. Pass mal auf. Wir haben doch da unten dieses eine Biodrom. Das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht gibt es da was zu futtern. Das da. Das da. Wo ist denn da hinten das unsere lange Leiter? Ach komm,
Geronimo, wir haben jetzt das Jetpack. Sollte eigentlich nichts passieren. Vielleicht haben wir Glück und es gibt ein bisschen was zu essen da drinnen. Wäre ja schon cool, ne? So. Einfach nicht loslassen, Kira, dann passiert schon nichts. So, hier ist ein bisschen Aluminium. Nett. Oh, hier ist ganz viel Bauxit. Okay, das ist auch gut. Also ist das ganz viel Eins halt jetzt, ne? Oh, bitte. Lass es was zu essen hier drinnen geben. Nee. Hallo. Need some Essen. Offline. Okay. Hallo. Hallo, Essen. Leiterplatten brauche ich nicht. Ich brauche was zu futtern. Oh Gott. Du bist auch... Wow, krass, wie viel. Das gibt's nicht, ne? Gibt nichts zu essen für uns. 350, 300. Es gibt nichts zu futtern hier drinnen. Das ist ja echt krass, ne? Da war sie jetzt so voller Hoffnung. Ich hätte echt denken können, ne? Dass es hier was zu essen gibt, aber keine Chance. Krass. Nahrung kritisch, ja, ja, ich weiß schon. Aber was soll ich machen? Das ist nur Wasser. Brrr. Tja. Was macht man da? Ja, im Notfall einmal sterben und hoffen, dass wir wiederkommen. Weil ich habe jetzt echt, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeschmissen, ne? Also wenn jetzt nicht in irgendeiner der Kisten irgendwas zu futtern drinnen ist, und ich glaube, dem ist nicht so, dann habe ich tatsächlich eigentlich versagt. Denn die Nahrungsmittelproduktion war mir bis dato zu unwichtig. Sie war mir einfach nicht wichtig genug und deswegen müssen wir jetzt dann halt einmal mit dem Leben bezahlen, so wie es ausschaut. Also ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwo in einer der Kisten irgendwas zu essen drinnen gelassen habe. Auch hier ist nichts zu essen drinnen. Wie krass. Oh Mann, Kira, was ist da los? Nichts zu essen drinnen. Nichts zu essen drinnen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Aubergine schon nachgewachsen ist, ne? Puh, krass. Jetzt habe ich natürlich die grüne Kiste ignoriert. Vielleicht wäre da was zu essen drin gewesen, ne? Das wäre jetzt ein bisschen lustig. Das müssen wir dann gleich mal gucken, wenn wir sie wiederfinden. Falls ich das irgendwie überleben sollte. Können wir nur hoffen. Sie ist noch nicht fertig, ne? 93%. Mal gucken, wer schneller fertig ist. Ich oder die Pflanze. Wachstumsgeschwindigkeit 0,6. Was bedeutet das? Heißt das 0,6 Geschwindigkeit pro 300 Minuten? Nee, das ist natürlich Quatsch, aber wow, okay, 94. Wir werden definitiv ja, erstmal das Zeitliche segnen, würde ich sagen. Ne? Dann bringen wir mal schnell noch alles irgendwie in Sicherheit. Bevor jetzt hier irgendwie irgendwas, ne? Pakete, Stiefel, Mikrochip anheften 2. Wir gucken nochmal, aber... Oh! 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 Okay, das ist halt echt nothing. Das ist halt nichts, ne? Okay. Aber dann wissen wir jetzt definitiv, ich brauche mehr Futterröhren. Scheibenkleister. Okay, 1, 2, 3. Wo habe ich es jetzt rein? Hier, ne? 1, 2, 3. Okay, wir brauchen eigentlich bloß 2. Das nehme ich jetzt alles mit. Ich hätte gedacht, dass ich irgendwo, ne, noch mehr von diesen Dingern habe. So, dann hoffen, dass wir schnell genug sind, ne? Einfach hoffen, dass wir schnell genug sind. So,
Tja, tut mir leid für das jetzt doch relativ viele hin und her. Wir fliegen jetzt dann doch nochmal zurück. Da unten war die grüne Kiste, ne? Glaube ich. Da gucken wir jetzt rein. Die grüne Kiste, die holen wir uns jetzt. Hoffe ich. Nein. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück. Nö. Oh, aber ein neuer Samen. Oh, krass, cool. Schön. Tja. Na gut, also, wir machen das jetzt dann einfach so. Wir haben noch ein bisschen Platz für Eisen. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Wie gesagt, das Bauprojekt ist groß genug. So. Da hoch könnten wir dann eigentlich auch, ne? Wir brauchen noch ein bisschen was zu trinken. Dann nehmen wir doch auch gern noch das Eis mit. Ah, spannend, ne? Wenn es dann so Stück für Stück alles freigeschalten wird und man dann weiter gucken kann. Also das ist dann schon echt eine coole Nummer, ne? So, wir sind eigentlich voll. Ja, okay. Na dann. Bringen wir das Zeug mal rüber. Und bauen auf alle Fälle die Pflanzenröhre noch auf, damit wir ja irgendwann hoffentlich ausreichend Nahrung haben. Denn nur von dieser einen Aubergine alle gefühlte 20 Minuten wird es ein ganz schönes Trauerspiel. So. Entschuldigung. Aber hey, wir haben heute schon wieder viel, viel, viel geschafft, gemacht, getan, freigeschalten. Richtig cool. Ich bin gespannt, was ihr so sagt zu dem groben, anfänglichen Grundprinzip. Also echt, von den Bildern her, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, wird es richtig gut. So, wie viel kann ich denn noch? Warte mal, machen wir mal hier einen. Und hier nochmal einen. Wird halt jetzt teuer, aber es ist wurscht. Also stromtechnisch wird es teuer, aber es ist egal. Ich dachte, ich hätte irgendwo mal einen Kürbis gesehen. Weiß ich nicht, aber vielleicht in irgendeiner Kiste heimlich, in die ich mal reingeschaut habe, ohne euch. Vielleicht deswegen. So, einmal Wasser habe ich noch. So, jetzt denke ich, wird es erstmal passen. 87%, das geht dann schon. Ah, so. Okay. Wasserbedarf ist niedriger, ja, das weiß ich schon. Dann, wie machen wir es jetzt? Bauen wir hier erstmal auf oder gehen wir, nee, eigentlich möchte ich hier nicht aufbauen, eigentlich, weil das soll ja wieder abgerissen werden, ne? Ich würde eigentlich gerne dort hinten dann erstmal anfangen. So, dafür brauche ich definitiv noch ein bisschen Eisen, einmal Silizium für eine Tür und noch ein bisschen Titan. Schauen wir mal, ob das erstmal so passt. Nahrung kritisch, ja, ich weiß. Ist noch nicht ganz so weit. So. Wir können ja mal den roten Stab hier... Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, heute hatten wir alles, ne? Gelb, blau, rot. Allmächtig wird es rot. Der Planet blutet. Sieht schon krass aus. Sieht schon cool aus. So, bist du jetzt fertig? Immer noch nicht. Das wird schon wieder so eine knappe Kiste, ne? Es schaut einfach so genial aus, ne? Richtig, richtig gut. Aber passieren tut nichts, ne? Es würde mich manchmal schon interessieren, ne, was da so passiert. Also, das ist jetzt das Vierer-Ding, ne? Okay, dann brauchen wir jetzt 1, 2... Da unten drunter nochmal 1, 2 und dann eigentlich noch 1, 2 und das Ding. Und das kommt dann dahin. Genau. So, wasserniedrig ist okay. Sieht
schon geil aus mit dem Mond oder dem Planeten. So, bist du jetzt fertig? Oh, Gott sei Dank. Er ist halt fast noch weniger, aber gut. Ich meine, schön ist, sie sind jetzt relativ versetzt, ne? Das ist, der wird fertig, dann haben die mehr als die Hälfte. Und wenn die fertig sind, haben die auch mehr als die Hälfte. Also das ist okay, jetzt wird es dann langsam wieder. Schön. So, habe ich jetzt da hinten Eingang gesetzt? Nee, ne? Also wir nehmen uns nochmal ein bisschen Titan mit. Wir nehmen uns nochmal ein bisschen Eisen mit und machen das noch ganz schnell fertig. Und dann transportiere ich ein bisschen die Ressourcen hin, denn ich denke, das ist dann jetzt erstmal... Ach so, warte, stopp. No. Wenn, dann machen wir es gleich gescheit, ne? Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Kobalt mitgenommen. Das heißt, ja. Wir können da schon mal den Anfang machen. Okay, so jetzt hat. Genau, denn das ist jetzt im Prinzip hier der Ausgang für die Richtung. Ich denke, ich werde definitiv... Ich werde mehrere Ausgänge machen. So, jetzt ist bloß die Frage, wenn ich das jetzt hier... Geht es hier? Sieht noch ein bisschen komisch aus, aber ich denke, das ist erstmal okay. Ja, kann man schon machen. So, aber ich habe jetzt hier erst nochmal einmal so. Dann habe ich einmal so. Und dann habe ich den hier noch mit dran gemacht. Genau, also das ist jetzt der nördliche Ausgang. Ja, der nördliche Ausgang, ne? So, jetzt haben wir hier schon mal eine schöne große Fläche. Ach, ist das herrlich. Ja, hier geht es dann weiter. Ich hoffe, das passt dann. Bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich dahin passt. Aber da soll dann halt entweder eins der Biodrome hin oder Biodome, meine ich. Oder halt ein Biodrom. Schon, oder? Mal gucken. Und dann kommt dieses Viereck im Prinzip hier auch nochmal ran. Da fehlen mir jetzt natürlich die Ressourcen. Klar. Ja, für das Biolabor fehlt mir auch noch ein bisschen was. Also ich mache jetzt grundsätzlich erstmal nichts an... ja, mehr Energie oder sowas. Also ich werde jetzt keine Heizungen bauen, keine Bohrer bauen oder sowas, ne? Genau, im Grunde werde ich jetzt hier erstmal schauen, wie ich das am besten innen gestalte. Grundsätzlich jetzt so ein bisschen die ersten... Wie viel Eisen habe ich noch? Zweimal. Wäre jetzt dann schon eigentlich ganz cool, wenn ich jetzt hier zumindest schon mal die... Ach, und immer, wenn man dann noch ein Eisen braucht, ist Coin is da. Naja. Also, ich werde mal schauen, dass ich jetzt das ganze Zeug dann so nach und nach rüberbringe, ne, in unser anfängliches, Gedönsdings. Mal gucken, ob das hier hinten hinpasst. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber schauen wir mal. Da geht es dann noch mal ein bisschen weiter. Oh, das passt da nicht. Das passt da nicht hin. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dann machen wir das erstmal dahin. Ich denke, hier geht es dann weiter. Muss mal schauen. Nicht runterfallen jetzt, Kira. So. Genau. Also ich hole jetzt dann bloß erstmal die ganzen Ressourcen. Ne? Klar, der MTI wird weiter hochgehen. Aber ganz ehrlich, ich denke, solange wir jetzt nicht tendenziell ganz viele Sachen erhöhen, wird es noch eine Weile dauern, bis wir die nächste Stufe freischalten. Und ich denke, das geht dann schon, ne? Ist für euch bestimmt auch erstmal vollkommen in Ordnung, oder? So, Wasser brauche ich, weil kein Wasser. So, wir vielleicht... Ne, ich würde es dann gerne drüben aufbauen. Ne, wir bauen jetzt hier nichts weiter auf. Ach, guck mal, hier ist einmal Wasser. Ach, krass. Ja. 85, 55, 46, also ne, das ist dann, bis das hier alles fertig ist. Sehr schön. Ja, so schaut jetzt erstmal der Plan aus. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, für euch zu spielen. Mir macht es wieder, es bockt einfach so richtig krass, ne? Es ist einfach so cool. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin!
Ciao, ciao.